Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, heute bin ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Mount-Guard-Video präsentieren. Heute geht es um ein schickes Mount, das wir aus dem Trading Post erhalten können und diesmal gucken wir uns den Trading Post aus dem Juli 2024 an. Und dazu habe ich schon einmal hier den Balken aufgefüllt, da gibt es auch ein nettes Pad, das werden wir uns jetzt auch gleich holen. Und wenn wir hier schon am Trading Post sind, schauen wir uns natürlich auch alle anderen Sachen an, die mit dem Trading Post enthalten sind. So, jetzt machen wir erstmal hier das Ding auf und gucken mal, was wir Schickes rauskriegen. Ah, okay, hat ein bisschen nachgeleckt, aber ihr seht, es gab erstmal ein schickes Pad, das wir auch gleich lernen. Das gucken wir jetzt auch mal kurz an, hätte ich gesagt. Blub gibt es übrigens jetzt auch im Trading Post drin. Und das Neue ist das hier. Das ist ein kleiner Naga. Sieht eigentlich ganz schick aus. Mein Naga-Baby quasi in Anführungszeichen oder Kleinkind. Keine Ahnung, wie weit da die Entwicklungsstufe ist. Und ja, das ist schon mal das Erste, was wir uns holen können. Das gibt es quasi, wenn wir einmal die verschiedenen Belohnungen, wenn wir die Belohnung abholen, die verschiedenen Aufgaben dafür absolvieren, um den Balken auf insgesamt 1000 hochzubasteln. Dafür könnt ihr alles Mögliche machen, von Dungeons, Open World, Content Raids, PvP, auch im Panda Remix oder im Feiertag gibt es viele Sachen, da einfach mal ein bisschen durchgucken. Ich habe die ersten zwei Tage einfach mal normales Zeug gemacht, dann war der Balken eh voll. Also wenn ihr normal spielt, dann kriegt ihr den eigentlich im Normalfall eh voll. Juti, dann guck mal rein, was es Schönes gibt in diesem Monat. Und zwar ist da eine ganze Menge drin. Als allererstes haben wir hier ein Assemble und zwar Tiefentaucheranzug. Das ist irgendwie, ich weiß zwar nicht, was das ST da noch drin macht oder wahrscheinlich soll das Tiefentaucheranzug heißen. Sieht ganz schick aus, ist mal was komplett anderes. Das Clipping ist nicht ganz ideal hier in diesen Luftflaschen, ist einmal, oder Sauerstoffflaschen so rum, ist einmal hier so ein Ventil noch mit drin, was da so ein bisschen reinbackt. Aber prinzipiell sieht es ganz cool aus. Also mal was anderes, was es so noch nicht gegeben hat. Und das gibt es auch anscheinend in verschiedenen Farbvarianten. Beziehungsweise können wir uns unten noch weitere Sachen quasi kaufen. Und hier seht ihr auch nochmal die ganzen Items, die da enthalten sind. Also das sind insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. All the Things wäre es auch dran gestanden. Genau, 9 Teile. Dann das, was wir uns heute eigentlich hauptsächlich anschauen wollen. Und zwar hier ein schickes Mount mit einem, ja, relativ neuen Model. Es gibt natürlich schon so ein Fischmodel, würdet ihr sagen. Aber jetzt ist das natürlich schon nochmal ein bisschen cooler als, als dieses Fischmodel, was man, glaube ich, aus dem Shop bekommen hat, meine ich. Oder für eine gewisse Anzahl an Monaten, die man quasi abonniert hat, war es, glaube ich. Und zwar heißt das Ding Verderbter Tiefenlicht Bemott und sieht schon sehr cool aus. Ich habe auch schon gesehen, es gibt in, ich meine, der nächsten Expansion einige von diesen Mounts in verschiedenen Farbvarianten. Also hier schon mal so ein kleiner Vorgeschmack und ja, hat auf jeden Fall was. Dann, achso, den können wir uns gleich schon mal kaufen. Den schauen wir uns dann nämlich gleich an. Kostet 800 Marken. Zum Glück hatte ich noch 390 über, denn es gibt auch noch ein Pet. Und dann geht es nämlich gerade so aus. Hier haben wir noch Blub. Das gab es, glaube ich, in WoW Classic schon mal. Für ich bin mir jetzt nicht sicher, für irgendeine Aktion gab es das in WoW Classic. Ich meine auch für eine, wenn man eine gewisse Zeit quasi ein Abo laufen hatte, dann hat es das, glaube ich, gegeben. Also 12-Monats-Abo oder 24-Monats-Abo, ich bin mir da jetzt nicht mehr sicher. Und jetzt gibt es auch in Retail. Kostet 500 und für mich reicht das tatsächlich gerade so, dass ich mir das Ding kaufen kann. Das ist das zweite Pet. Die muss ich jetzt nachher nochmal auf 25 hochballern. Und jetzt gibt es noch einen Haufen Themen. Ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt noch ein bisschen an. Wir haben einmal hier einen Rücken mit einer Naga-Statue drin, also eine Muschel, eine Naga-Statue drin. Und sieht recht cool aus, muss ich sagen. Macht schon was her. Tiefenschatzpaket schimpft sich das. Dann haben wir hier einen Helm. Das sieht mir arg nach Paladin aus. Ist das Pala-Only? Nee, einfach Platte-Only. Und zwar Helm des rachsüchtigen Kreuzfahrers. Macht schon was her. Dann haben wir jetzt hier die anderfarbigen, quasi diese Tauchausrüstung. Warte mal, das ist so ein bisschen dunkler. Ah, das sieht schon cooler aus, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen in dunkleren Farben gehalten. Und hier haben wir das Ganze ein bisschen hell, ein bisschen heller. Kupfertaucherhaube ist das. Dann haben wir einen Flutstab. Das Model kennen wir aus Karasan, meine ich. Das ist jetzt einfach hier nur ein Recolor. Man sieht auch, dass die Texturen ein bisschen älter sind. Dann haben wir titanischer Donnerbogen. Das sieht mir auch nach einem Recolor aus. Dann haben wir Kupfertaucherflasche. Das ist quasi wie hier oben, bloß halt jetzt in der helleren Version. Dann Kupfertaucher-Schulterstücke. Dann haben wir Springflutdolch.
Ja, der ist schon okay. Dann, was haben wir? Springflut, Magenschläger. Das ist das hier. Ich glaube, das ist auch ein Recall. Irgendwo kenne ich den schon mal her. Dann haben wir Springflut, Schlitzer. Das ist das Ding hier. Haut mich jetzt ehrlich gesagt nett vom Hocker. Ich finde, die Texturen sind nett so die ganz krassesten. Ich glaube, das ist ein Recall aus älteren Expansions. Dann haben wir hier den Zauberstab der Springflut. Also man merkt schon, das hat alles so eine Thematik. Dann haben wir den Dreizack der Springflut. Und das ist auch aus einer alten Expansion. Seht ihr, die Texturen sind jetzt nicht so nice. Ist halt auch wieder ein Recolor, vermute ich. Dann haben wir Assemble, tiefe Kluft des Vagabunden. Das ist jetzt einmal der Umhang in Blau. Dann haben wir Assemble, tiefe Ziart des Wanderers. Das ist der Umhang ohne Kapuze. Dann haben wir klassischer, tiefer Wappenrock. Dann haben wir tiefgründiger Sargon des Händlers. Dann haben wir Klinge der Springflut, das ist die hier. Dann haben wir Kupfertaucher Beinschützer, das ist jetzt wieder hier bei dem Set dabei. Und Kupfertaucher Korsett haben wir dann auch noch. Und Springflut Bollwerk, das ist das. Das habe ich auch schon mal in einer anderen Farbe irgendwie gesehen. Also es kommt mir bekannt vor, das ist bestimmt auch ein Recolor. Und dann haben wir Springflut Schläger, der kommt mir auch sehr bekannt vor. Irgendwie ist da ein bisschen wenig Farbe dran, kann das sein? Das ist einfach nur grau, das Ding. Dann haben wir tiefseefarbener Schulterumhang des Duellanten. Das ist das Teil. Und dann haben wir jetzt die restlichen Teile von unserem Taucheranzug. Und zwar die Gürtelschnalle, die Handschuhe, dann die Schuhe und einmal noch die Handgelenke, die halt wirklich minimalst sind. Also gut, die kosten auch nur 10, muss ich sagen. Da bin ich fast am Überlegen, ob ich mir die kaufe. Kemok für 10... Wisst ihr was, die kaufe ich mir jetzt sogar. So günstig krieg ich nie einen T-Mock. Aber also, viel mehr sind die auch nicht wert. Muss man ehrlich sagen. Weil das ist ja nichts, die siehst du unter keinem einzigen T-Mock. Habe ich zumindest das. Ach, du kannst hier auch das komplette Set anlegen. Aber finde ich gut, dass du die Teile einzeln kaufen kannst. Das hat schon was. Und ja, dann haben wir natürlich noch ein Item, das wiedergekehrt ist. Tatsächlich nur ein einziges diesmal. Kamin-Glimmerpelz heißt es. Das ist quasi dieser rote Fuchs, der sehr, sehr cool aussieht. Und den gibt es auch schon in verschiedenen Farben. Ich glaube, in grün gibt es ihn, in blau gibt es den auch. Und hier ist die rote Variante. So, dann sind wir mit allen Items durch. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt natürlich das Mount an. Und zwar verderbt der Tiefenlicht-Bimot. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier mal ein bisschen weg von dem Handelsposten. So, wo haben wir den? Moment, ist das wieder so eine Bug-Geschichte, dass das nicht angezeigt wird? Tiefen... Ja, das hatte ich das letzte Mal schon mal. Da habe ich einen Mount gekauft und dann ging es irgendwie nicht. Das wird angezeigt, dass ich es gekauft habe, ja. Vielleicht müssen wir einmal einen Relog reinhauen. Vielleicht funktioniert es ja dann. Die Pets muss ich auch noch upgraden. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich mache das so, dass ich quasi da Pet-Battle-Marken habe. Und immer wenn ich ein neues Pet kriege, logge ich auf meinem Pet-Battle-Char um, der die Marken hat. Und dann wird das einfach abgegradet, ne? Das ist so ein bisschen die entspanntere Möglichkeit. Kann natürlich das auch manuell hochleveln oder auf diese specialigen Tage warten, wo quasi in der Garni man besser leveln kann. Und jetzt gucken wir mal, ob das hier geht. Nee, irgendwie ist er nicht drin. So schade, ich hätte ihn euch jetzt sehr gerne gezeigt. Ich weiß jetzt auch nicht, worum es geht. Ich habe mich aber auch jetzt nicht vertippt, oder? Das heißt schon... B... Ach, B mit BH. B-Mod. Ja, gut. Nee, ist auch nicht drin. Schade. Ja, funktioniert irgendwie nicht. Schade, schade. Dann schauen wir uns nochmal vielleicht ein bisschen genauer in der Vorschau an. Wenn es jetzt so nicht will. Also ich weiß nicht, die letzten paar Male, wo ich jetzt hier beim Handelsposten war, hat jedes Mal das so ein bisschen rumgebackt. Vielleicht können wir ihn auch hier ein bisschen näher ansehen. Da hinten haben wir einen Seder. Dann müssen wir das halt leider so machen. Also da ist das schicke Ding. Jetzt gehen wir mal in die Ego-Perspektive, hätte ich gesagt. Okay, jetzt sind wir vielleicht ein bisschen zu nah dran. Da, Mann. Hat schon was, muss ich sagen. Mit der Lampe oben drauf, dann hast du hier noch den Sattel. Und die Farbe finde ich eigentlich auch recht nice. Ich meine, ich habe den gesehen auf WoW Head.
dass es den in verschiedensten Farbvarianten auf den Alpha-Servern schon gab. Wann der natürlich dann reinkommt, wissen wir natürlich nicht. Aber jetzt zum Beispiel in Schwarz oder Rot kann ich mir schon auch vorstellen. Ja gut, dann können wir leider nicht aufmounten. Vielleicht geht's die Tage, aber für die Aufnahme soll es das gewesen sein. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.